Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir schauen jetzt mal in den heutigen Item Shop rein. Und hier haben wir eine neue Picke. Absoluter, also so schon immer, absoluter Oberknüller. Also, wir fangen jetzt einfach mal hier auf der rechten Seite an. Da haben wir als allererstes hier den Dominator. Ja, Dominator, finde ich, sieht eigentlich, also inzwischen, finde ich, sieht er gar nicht mal schlecht aus. Pick von mir 5 von 10, der Dominator. Und das sind aktuell dann hier 3,07 von 5 bei 15 Votes, 26 Reminders. Das erste Mal. Am 26. Dezember 2017 drin gewesen, 19 Mal seitdem für 800 V-Bucks den Dominator. So, dann haben wir die Spektralpicke, ist mir wieder zu buntig, viel zu viel bling 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 und so weiter. Funkel, rosa, pink und so, das ist der Pick von mir. 5 von 10, die Spektralachs, ich weiß, ihr liebt das Teil. Und hier eure Noten 4,26 von 5 bei 31 Votes, 25 Mal drin gewesen. 14. März 2018 das erste Mal drin, 53 Reminders für 800 V-Bucks. Hier die Spektralaxt. So, dann haben wir als nächstes den Emote sauberer Grund. Finde ich relativ cool, ist jetzt nicht mega, aber relativ cool, kriegt von mir 8 von 10. Und der saubere Groove ist hier der Clean Groove, Clean Groove, Clean Groove. Und das sind 3,83 von 5 bei 12 Votes. Am 29. Dezember 2018 das erste Mal drin, 52 Reminders, 3x für 500 V-Bucks, der saubere Groove. Dann haben wir die Spee-Spezialistin. Ja, mit einem netten Beanie. Sieht eigentlich, ja, ist für 1200 V-Bucks seltenes Outfit. Kriegt von mir auch 5 von 10. Jetzt kommen halt die Hammernoten, ne? Der Recon Specialist, da geht es jetzt wieder voll zur Sache hier. Da haben wir 4,11 von 5 bei 47 Votes am 26. November 2017 das erste Mal drin gewesen. 35 Mal seitdem, 114 Reminders. Das Teil ist halt mega beliebt, ne? So, dann haben wir hier den Smooth Moves. Geschmeidige Moves. Teil Smooth Moves kriegt von mir 9 von 10, finde ich mega cool. Das ist das hier. Da gucken wir mal da rein. Da haben wir derzeit 9,64 von 5 bei 70 Votes am 1. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. 8 Mal seitdem 341 Reminders für 800 V-Bucks der Smooth Moves. Dann kommen wir hier mal rechts rüber. Dann gehen wir erstmal hier zu dem Smusha. Und der Musha, boah, sieht, ist halt so ein Samurai, ne, japanischer Samurai hier. Und da gibt es inzwischen eine Stilvorschau. Gucken wir mal, so sehe der, okay. Ohne die Maske vorne, ich finde persönlich, ich finde die Maske nicht so toll. Ich muss sagen, ohne Maske sieht er tausendmal besser aus, ohne Scheiß. Ohne Flachs. Oder auch so. Okay. Okay. Jo. Die neuen Styles. Cool. Für den Musha. Ja, da würde ich mal sagen, das Ding hier kriegt jetzt. Also, so finde ich, sieht er tausendmal besser aus. Kriegt er von mir 9 von 10 der Musha. Schauen wir mal, was haben wir da momentan für Benotungen. Also vorher fand ich den nicht so prickelnd, aber jetzt finde ich, sieht er echt ganz gut aus hier. 3,26 von 5, 57 Votes am 24. August 2018 das erste Mal drin gewesen. 7 Mal, 42 Reminders mit dem neuen Stil. Finde ich das cool eigentlich. So.
Ich muss jetzt noch gar nicht auf. Also, ich weiß gar nicht, wie lange gibt es den Stil schon? So, der Heim. Auch hier wieder auswählbare Stile. Stile. Gucken wir mal hier. Oh. Oh, und wenn da dieses blöde Katzenmäskchen da vorne nicht ist, da sieht das richtig gut aus. Wow. Ey. Das, ey, das ist mal wirklich was. Hier daheim, da kriegt daheim von mir tatsächlich auch 9 von 10 für 2000 V-Bucks. Daheim und der Mushu, Musha. So, allerdings nur wegen den neuen Stilen. Oder wie, ich weiß gar nicht, wie gesagt, ob es die jetzt schon länger gibt. Keine Ahnung. Das bis jetzt dann scheinbar noch nicht wirklich gecheckt hier. 4,32 von 5 bei 152 Votes, 300 Reminders. Am 24. August 2018 das erste Mal drin gewesen. 7 Mal seitdem. Cool. Mega, mega cool. So, dann sind wir hier auch schon soweit durch. Dann sind wir hier bei der Katzenkralle. Ich finde, das Ding sieht auch cool aus. Kriegt von mir 7 von 10. Das Kätzchen da dran, das brauche ich nicht unbedingt. Aber der Teil an sich sieht eigentlich ganz gut aus. Deswegen 7 von 10. Das ist hier diese Cat's Claw. Und die hat 4,05 von 5 bei 21 Votes, 26 Reminders. 7 Mal im Shop gewesen für 800 V-Bucks Cat's Claw. Dann haben wir hier Schnurtastisch und das Ding finde ich überhaupt nicht prickelnd. Kriegt von mir 3 von 10, ist ein Standardgleiter. Bin kein Fan von dem Perfect, heißt das Ding hier. Perfect. Dann haben wir 3,73 von 5 bei 11 Votes, 7 Mal drin gewesen, 10 Reminders. Für 500 V-Bucks der Perfect. Und jetzt, last but not least, and finally, here it is, the Dämonenshader. Ja, jetzt schauen wir uns das Ding mal an, hier der Dämonenshader. Was der so wieder aussieht. Ui. Leck mich am. Boah. Ist das eine geile Picke. Holy shit. Meine Fresse, das Ding, das ist mega, mega, mega geil. Halte die Macht einer verlorenen Seele in den Händen. Das ist für mich eine der geilsten, also wenn nicht sogar die geilste Picke, die ich jetzt überhaupt gesehen habe. Übelst das Ding. 10 von 10 kriegt die von mir. Ich bin mal gespannt, was haben wir denn da momentan? Gibt es denn dafür schon Benotungen? Ich denke nicht. Ich aktualisiere das mal. Vielleicht hat irgendjemand in der Zwischenzeit eine Benotung drauf abgegeben. Nein, noch nicht. Ich finde das Ding, das ist einfach nur ultra kultig. Also, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es jetzt mal rein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dann gleich schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.